13 Fragen hat eine neue Folge rausgebracht. Ukraine-Krieg. Soll Deutschland weiter Waffen liefern? Ihr alle kennt das Format 13 Fragen. Der Moderator hat sich in der Vergangenheit häufiger als ziemlich einseitig erwiesen. Und auch die Gästeauswahl war in vergangenen Folgen, man denke an die Folge zur Aktienrente oder die zu Body Positivity oder die vergangene Folge zu Waffenlieferungen. Also die Gästeauswahl war auch schon immer sehr, sehr einseitig. Also bin ich gespannt, ob die es jetzt geschafft haben, eine kontroversere Diskussion zustande zu bringen. Und bin ich gespannt, was für Gäste sie eingeladen haben. Ich würde sagen, wir gehen da mal unvoreingenommen ran. Ich habe mich auch noch gar nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, wer jetzt kommt. Ich weiß nicht, was für Argumente sie bringen werden. 13 Fragen, beziehungsweise der ganze Kanal Unbubble, ist von Funk. Also ja, lassen wir das Ganze mal auf uns zukommen. Vor rund 2,5 Jahren hat Russland die Ukraine angegriffen. Seitdem gab es Hunderttausende Tote und noch viel mehr Verwundete auf beiden Seiten. Deutschland unterstützt die Ukraine mit Milliardenhilfen und mit Waffenlieferungen und ist damit nach den USA der zweitgrößte Unterstützer der Welt. In absoluten Zahlen. Relativ gesehen, gemessen an der Wirtschaftsleistung, gibt es sogar etliche Länder, die noch mehr Support leisten. Also zum Beispiel Dänemark, Litauen oder Estland. Präsident Zelensky sagt, vielen Dank für die Unterstützung, aber um Putin zu besiegen, reicht das nicht. Und die einen hierzulande sagen, der Mann hat recht, wir müssen die Ukraine weiter unterstützen, um ihrer selbst willen, aber auch für unsere eigene Sicherheit. Niemand wünscht sich mehr Frieden als Ukrainer und Ukrainerinnen selber. Doch hören Sie auf. Ja, dann hätten Sie das russische Friedensangebot in, also Sie ist jetzt blöd gesagt, natürlich die ukrainische Regierung, dann hätte die ukrainische Regierung das Friedensangebot in Istanbul annehmen sollen. Es hätte seit über 2 Jahren Frieden herrschen können. Im Frühjahr 2022 lag der auf dem Tisch. Die Ukraine hat es abgelehnt. Russland hat vor Beginn des Krieges dem Westen Verhandlungsangebote gemacht, hin zu einer Abrüstung in ganz Europa, hin zu einer Neutralität der Ukraine. Der Westen hat das abgelehnt. Also man hätte diesen Krieg verhindern können, man hätte ihn kurz nach Beginn beenden können, aber das wollten der Westen und das wollte die ukrainische Regierung nicht. Ja, und dass viele Ukrainer Frieden wollen, das stimmt. Deswegen wird Zelensky auch immer unbeliebter und seine Propaganda kommt in der Bevölkerung immer schlechter an. 10.000 Ukrainer haben sich schon versucht, dem Wehrdienst zu entziehen, sei es durch Flucht oder ja, sei es, indem sie untergetaucht sind. Aufzukämpfen, wird es die Ukraine eventuell nicht mehr geben. Deutschland sollte aus Na, seiner. das ist Unsinn. Also, dass die Ukraine aufhört zu kämpfen, das steht ja gar nicht zur Debatte. Zur Debatte steht ein Kompromissfrieden. Und bis vor kurzer Zeit, also bis zur ukrainischen Kursk-Offensive, lag das russische Verhandlungsangebot auf dem Tisch, das eine Verschiebung der russischen Grenze nach Westen beinhaltete, also eine Annexion der Oblasten Saporischschja, Cherson, Donetsk und Luhansk, aber sonst die Ukraine staatlich verschont hätte, also der Großteil der Ukraine wäre dann immer noch bestehen geblieben. Also auch das stimmt so nicht. Nach historischen Verantwortung heraus der Ukraine beistehen, der Ukraine das liefern, was sie benötigt an Waffen und an humanitären Gütern, um der Ukraine zum Sieg zu verhelfen. Indem Forderungen an den Angegriffenen. Das ist militärisch ausgeschlossen. Die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen. Sie kann froh sein, wenn sie nicht verliert und es einen Kompromissfrieden gibt, der keine allzu harten Bedingungen vorsieht. Aber ein ukrainischer Sieg, so wie ihn die ukrainische Regierung definiert, der ist ausgeschlossen. Und nicht an den Angreifern gestellt werden, versucht Russland seine eigene Schuld zu verschleiern und die Unterstützung an die Ukraine zu untergraben. Ja, Moment, sagen die anderen. Was ist denn aus Diplomatie und Deeskalation geworden? Mit immer mehr Waffenlieferungen tragen wir nur zu einer Eskalation des Konfliktes bei. Wir brauchen eine politische Lösung, nicht immer mehr Militär. Humanisten können keine Waffen liefern. Waffenlieferungen von deutschem Boden. Ja, Mitglied beim BSW Thüringen. Das ist interessant. Und eigentlich aufgrund unserer Geschichte auszuschließen. Anstatt permanent das Militärbudget zu erhöhen, sollte Deutschland und die internationale Gemeinschaft viel mehr in Diplomatie, internationale Beziehungen und Zusammenarbeit und nachhaltige Friedensförderung investieren. Hierzulande haben ja viele Leute eine Meinung dazu. Es war sogar Wahlkampfthema und hat Wahlen mitentschieden. Habt ihr auch eine Meinung? Wenn ja, schreibt sie uns in die Kommentare und wenn nicht, dann gerne auch. Vorweg, wir zeichnen heute am 1. Oktober auf. Das heißt, alles, was nach dem 1. Oktober passiert, können wir natürlich hier gerade nicht aktuell diskutieren. 13 Fragen. Hier kommt Frage Nummer 1, die geht an Tina. Du bist Gastronomin aus Thüringen, bist dem BSW beigetreten, unter anderem auch wegen der Frage um Krieg und Frieden. Damit hat ja das BSW durchaus Wahlen mitentschieden. Warum bist du dagegen, die Ukraine weiterhin militärisch zu unterstützen? Also, das wäre erst der zweite oder dritte Schritt. Der erste Schritt wäre die Waffen nieder,
sodass man im nächsten Schritt dann diplomatische Beziehungen einleiten könnte. Und danach könnte man dann auf also die russische Seite zugehen und mit der Argumentation vorangehen, zu sagen, wenn ihr bereit seid, eine diplomatische Lösung zu finden, dann stellen wir die Waffenlieferung ein. Einfach so einstellen, das ist mit uns auch nicht zu machen. Katharina, deine Familie lebt dort. Ich glaube, dein Vater ist dort auch aktiv gerade. Wenn du das hörst, was antwortest du? Für mich ist es immer schwierig bis unmöglich, sowas zu hören, dass man erstmal die Waffen niederlegt, weil das ist alles so eine utopische Vorstellung. Unsinn. Also die Ukraine hatte jetzt 2,5 Jahre Zeit, einen Kompromissfrieden anzunehmen. Sie hat das beantwortet, indem sie immer wieder russische Zivilisten getötet hat, indem sie zivile Ziele in Russland angegriffen hat. Also jetzt neuerdings auch bei der Kursk-Offensive. Also die Ukraine hätte die ganze Zeit einen Kompromissfrieden haben können, wenn sie das gewollt hätte. Von Frieden und was passiert denn in diesem Moment, wo alle denn die Waffen niederlegen? Wir haben immer noch okkupierte Gebiete von Russland, wo Menschen trotzdem weiter sterben, wo Menschen gefoltert werden, wo über 20.000 Kinder nachweislich deportiert werden und wurden. Also wenn man sagt, Waffen niederlegen und... Also Folter, Berichte über Folter, die gibt es auch in ukrainischen, den von Ukraine besetzten Gebieten, Berichte über Folter, die gibt es auch in ukrainischen Gefängnissen. Also das jetzt nur Russland anzulasten. Ja, ist halt typisch diese einseitige Darstellung, wenn man einseitig auf einer Seite positioniert ist. Friedensverhandlungen, da muss man aber auch die Konsequenzen kennen, was das bedeutet, dass die Ukraine trotzdem weiter leidet, weiter Menschen dort sterben und zum Beispiel Gott sei Dank mein Vater zwar nicht gestorben ist, aber von Russen angegriffen worden ist und jetzt verletzt in der Ukraine liegt. Alexander, wenn du das hörst, stell dir vor, dein eigener Vater würde kämpfen oder würde angegriffen werden und will sich wehren dagegen, was er ja gerade beschreibt. Kannst du das nicht nachvollziehen? Doch, das kann ich nachvollziehen. Ich arbeite auch schon seit 20 Jahren in der Ukraine und war wirklich oft vor Ort und habe viele ukrainische Freunde und die erzählen mir auch solche Geschichten, die mir auch nahe gehen und die ich auch verstehen kann. Und trotzdem glaube ich, dass für nachhaltigen Frieden einfach mehr notwendig ist, als nur Waffen zu liefern. Wir brauchen ein viel stärkeres Investment in Diplomatie, in internationale Beziehungen. Wir brauchen auch ein neues Verhältnis, nicht nur zu Russland, sondern noch zu Ländern, die um Russland herum Einfluss nehmen können auf Putin. Und da fehlt mir einfach momentan die Ernsthaftigkeit, solche Prozesse wirklich mit großem Engagement anzugehen. Das bedeutet aber, wenn ich dich richtig verstehe... Das ist ja sehr defensiv formuliert. Also der Westen führt gerade einen neuen kalten Krieg gegen Russland, vor allem einen sehr brutalen Wirtschaftskrieg, der zum Glück nicht die Erfolge zeigt, die man auf westlicher Seite gedacht hat. Und da sagt man, man hat nicht das nötige Engagement, um auf Länder um Russland herum Einfluss zu nehmen, dass sie mäßigend auf Russland einwirken. Dabei ist es der Westen, der jederzeit einen Kompromissfrieden mit Russland schließen könnte, wenn er das wollte. Beziehungsweise es war in den letzten 2,5 Jahren so, dass immer ein klares oder in den letzten 2 Jahren so, dass immer ein klares russisches Verhandlungsangebot auf dem Tisch lag, was der Westen, was die Ukraine nie annehmen wollte. Gegen Militärhilfen per se hast du gar nichts. Es muss nur mehr geben, außer Militärhilfen. Generell bin ich schon gegen Militärhilfe oder gegen militärische Unterstützung oder Waffenlieferungen. Wir befinden uns in der Ukraine immer noch in einem Zustand von Selbstverteidigung. Und solange das in einem völkerrechtlich akzeptierten und respektierten Rahmen stattfindet, kann ich das akzeptieren. Und gleichzeitig sage ich, es wäre nicht meine Lösung für diesen Konflikt. Wenn du das hörst, Ludmilla, du beschäftigst dich ja auch wissenschaftlich mit der Thematik. Hat er vielleicht recht? Mindestens die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat ja so eine ähnliche Meinung. Lass uns bitte in Richtung Frieden arbeiten und nicht dauernd über Waffenlieferungen sprechen. Kannst du das nachvollziehen, was er sagt? Wir haben 2014 das auch erlebt. Die Ukraine hat mit dem Minsker Abkommen 1 und 2 versucht, den Frieden auch zu erreichen. Und das ist leider gescheitert. Und, warum ist es gescheitert? Weil die Ukraine es nicht umgesetzt hat. Und im Minsker Abkommen war vorgesehen, dass die Ukraine sich eine föderale Verfassung gibt, dass sie darüber mit den Separatisten verhandelt. Was hat sich die Regierung Zelensky 2021 dann plötzlich geweigert? Eben mit den Separatisten über das weitere Vorgehen zu verhandeln. Obwohl das Teil des Minsker Abkommens war. Die Ukraine war nicht bereit, das Minsker Abkommen umzusetzen. Deswegen ist es gescheitert. Und mittlerweile haben sowohl Merkel als auch Hollande als auch Poroschenko zugegeben, ja, man hatte nie vor, sich an dieses Abkommen zu halten. Das diene nur dazu, das habe nur dazu gedient, die Ukraine für einen neuen Krieg hochzurüsten. Mensch.
sehe heute gar keine Anzeichen auf der russischen Seite, dass Russland bereit wäre, überhaupt zu verhandeln oder die Kriegshandlungen einzustellen. Diese Gewalt hat sich schon seit mehreren Jahren angefangen, auch im 20. Jahrhundert. Und man hat das Gefühl, dass dieser Konflikt nur erst jetzt entstanden ist. Und da diese Kontinuität fehlt und die Perspektive auf diese Kontinuität, können wir keine Lösungen jetzt finden, die wirklich einen gerechten Frieden schaffen können. Johannes, wir haben momentan nicht die Möglichkeit für einen gerechten Frieden, sagt sie. Kannst du nachvollziehen? Das kann ich nachvollziehen und natürlich ist die Ukraine... Also das ist ja wirklich interessant. Also man lädt hier jetzt drei Leute mit persönlichen Beziehungen in die Ukraine ein, die alle drei für Krieg sind und auf der Gegenseite stellt man da drei Deutsche hin. Und jetzt versucht man hier wohl unterschwellig, also okay, diese Diskussion hier scheint ausgeglichener zu sein als die sonstigen Diskussionen, aber unterschwellig so diesen Eindruck vermitteln zu wollen, guckt her, hier auf der einen Seite stehen die Deutschen, die der Ukraine nicht helfen wollen und auf der anderen Seite stehen die Ukrainer, die persönlich betroffen sind. Also es wirkt fast so. Ich meine, man hätte tatsächlich auch Ukrainer einladen können, die gegen die Waffenlieferung, die gegen diesen Krieg wären, aber da hat man, also fällt mir nur auf, ich will jetzt nichts unterstellen, aber es fällt mir nur auf, das finde ich ziemlich interessant, aber trotzdem, alles in allem muss ich sagen, die Gästeauswahl ist wesentlich neutraler als bei den sonstigen Diskussionen, die ich auf dem Kanal hier gesehen habe, das muss ich tatsächlich sagen. Ein überfallenes Land und Russland ist der Aggressor und die Ukraine hat das Recht, sich gegen diese Aggression zu verteidigen, aber wir sehen doch nach jetzt mehr als 2,5 Jahren Krieg, dass keine Seite diesen Krieg gewinnen kann und dass jede Waffenlieferung immer nur zu mehr Eskalation führt. Und mir fehlen auch politische Initiativen. Und jetzt wird immer gesagt, Russland will gar nicht verhandeln. Das mag sein, aber ich denke, wir sollten die Nein, also Russland war 2,5 Jahre. Ach. Ich finde diesen Warbeck auch wirklich eher schwach. Also ich muss mal gucken, wie der seit 20 Jahren in der Ukraine arbeitet, wie der noch argumentiert und wie die vom BSW noch weiter argumentiert. Aber Warwick, der hat sich ja auch bei diesem einen Friedensmanifest, das hatte er zuerst unterschrieben und hat sich dann davon distanziert, weil da ja irgendwelche anderen Leute oder er wollte auf der Demo auftreten und da waren da irgendwelche Leute, die er nicht so sympathisch fand. Also so ein typisches, ja, wankelmütiges Verhalten. Und jetzt sagt er, dass er auf russischer Seite diese Bereitschaft nicht sehen würde oder nicht klar wäre, ob die auf russischer Seite vorhanden wäre. Doch Russland hatte 2,5 Jahre Verhandlungsangebote auf dem Tisch. In Istanbul wäre es beinahe zu einem Kompromissfrieden, zu einem sehr günstigen Kompromissfrieden für die Ukraine gekommen. Der Westen wollte das nicht, die Ukraine wollte das nicht. Und wie gesagt, 2 Jahre danach hatte Russland immer noch durchgängig Verhandlungsangebote auf dem Tisch liegen, die allesamt vom Westen, von der Ukraine abgelehnt wurden. Diplomatischen Bemühungen intensivieren und nicht immer in diese Eskalationsspirale mit immer mehr Waffenlieferungen geraten, weil das führt nur dazu, dass die andere Seite, in dem Fall Russland, eskaliert. Und wir sehen ja, dass es Hunderttausende Tote gibt, dass weite Teile der ukrainischen Infrastruktur zerstört sind. Wo soll das denn noch enden? Jetzt sagst du aber, die Ukraine hat selbstverständlich das Recht auf Selbstverteidigung, aber... Ja, das bezweifelt auch keiner. Aber Rollo schreibt gerade, die meisten Kommentare unter dem Video pro Waffenlieferung, ja, was willst du beim Walken transatlantischen Kanal erwarten? Was will der jetzt machen? Also, der Georgienkrieg 2008 wurde von Georgien begonnen. Die Krim-Annexion 2014 war eine Reaktion auf den Maidan-Putsch. Aber egal. Ja, toll. Alles Leute. Ich lehne Massenmord und Vergewaltigung entschieden ab. Ja, ich frage mich auch, ob du gegen den israelischen Einmarsch in Gaza und im Libanon bist. Da findet nämlich genau das gerade statt. Also, das ist auch toll. Also bei der Zuschauerschaft scheint diese Art der Diskussion hier sehr gut funktioniert zu haben. Die sind alle noch voll auf Linie der Kriegspropaganda. Also der Rollo hat da gerade auch eine Umfrage in den Chat gepostet. Die Hälfte der Deutschen ist der Meinung, dass Deutschland keine weiteren Waffen mehr an die Ukraine liefern sollte. 51% laut einer aktuellen Ipsos-Umfrage. Und 38% sprechen sich für weitere Waffenlieferungen aus. Also die Mehrheit ist aktuell sogar gegen Waffenlieferungen. Naja,
Eine BSW-Politikerin, okay. Wie gesagt, bei der muss ich noch gucken, wie sie argumentiert. Das, da bin ich auch, finde ich auch interessant. Ich finde es gut, dass sie mal jemanden vom BSW einladen, das muss ich sagen. Stellt euch mal so. Also die Kommentare hier unter dem Video sind auf jeden Fall noch volle Linie auf der hiesigen Kriegspropaganda. Das muss man leider sagen. Was heißt das? Selbstverteidigung kann man sich ja nur mit Waffen. Nein, das ist nicht die einzige Möglichkeit. Die bessere Möglichkeit wäre ein politisches Arrangement, mit der beiden Seiten irgendwie leben können. Und das heißt nicht, die Ukraine den Russen zum Fraß vorzuwerfen. Das wäre überhaupt nicht meine Vorstellung. Sondern das heißt, über einen Interessenausgleich zu reden, bei dem beide Seiten ihre Kerninteressen wahren können. Und das geht natürlich politisch besser als mit Waffen. Das heißt nicht, dass Waffen keine Rolle spielen. Ich bin zum Beispiel auch dafür, dass Luftverteidigung geliefert wird. Christa ist gleich dran, aber du bist zurückgegangen, Katharina. Warum? Ja, und die Ukraine schießt auch mit Luftverteidigung auf Russland. Also auch mit Luftverteidigungswaffen kannst du Ziele in Russland beschießen. Mit Luftverteidigungswaffen kannst du auch militärische Angriffe starten. Ist vielleicht nicht so effektiv, aber wird tatsächlich auch gemacht. Also so einfach ist nicht mal bei solchen Waffen, deren Verwendungszweck relativ eindeutig festgelegt ist eigentlich, so einfach ist nicht mal dort die Unterscheidung. Das Gefühl, also es fängt wieder damit an, dass es wieder eine Opfer-Täter-Umkehr ist. Russland ist wieder diese typische Moralisierung, typisch für Kriegspropaganda. Russland ist der Täter, der Westen bzw. der westliche Stellvertreter Ukraine ist das Opfer. Und ja, wer jetzt dafür ist, dass ein Kompromiss gefunden wird, der steht dann in dieser moralistischen Weltsicht auf Seiten des Täters. Eskaliert tagtäglich. Also wendet das auf andere Kriege an. Da würden die gleichen Kriegspropagandisten das Gleiche niemals so sagen. Also als der Westen in Syrien beispielsweise ein Regime-Change versucht hat, da islamistische Rebellen hochgerüstet hat, da haben auch alle hiesigen Politiker sich dafür ausgesprochen, dass es Verhandlungen gibt, dass es sogar eine Nachkriegsregierung gibt, am besten ohne Assad, also das Opfer an der Stelle. Syrien war ja das Opfer eines westlichen Regime-Change-Versuches. Aber da hat kein Politiker gesagt, ja, wir müssen jetzt Assad Waffen liefern. Der ist ja die syrische Regierung oder Syrien, dessen Souveränität hier angegriffen wird, das ist ja das Opfer. Die gleiche Argumentation hat da kein Politiker gefahren. Oder guckt euch den israelischen Angriffskrieg im Libanon an, jüngstes Beispiel. Da sagt ja auch kein Politiker, wer darauf hinweist, dass Israel und die Hezbollah eventuell einen Kompromissfrieden schließen wollen, der betreibt die Täter-Opfer-Umkehr. Nee, das sagt hier niemand. Also, ja. Momentan schreckt uns Russland ab, anstatt dass wir Russland abschrecken. Und ich sehe ehrlich gesagt auch nicht bei Russland überhaupt irgendeine Ambition, überhaupt Verhandlungen anzustreben, weil wir sehen, dass Milliarden, Abermilliarden in Desinformationskampagnen investiert werden. Wir sehen, dass die Rüstung hoch. Ja, ja, so da, das stimmt tatsächlich. Die westlichen Regierungen, die investieren tatsächlich Abermilliarden in Desinformationskampagnen. Also sowohl auf Ebene der EU als auch auf Ebene der europäischen Nationalstaaten. Das Pentagon hat zehntausende Mitarbeiter, die alleine für die Verbreitung von Propaganda zuständig sind. Das stimmt. Hochgefahren. Und dazu kommen noch die ganzen von westlichen Oligarchen finanzierten NGOs, die hier für Desinformation und Propaganda zuständig sind. Und deswegen stimme ich da gar nicht mit ein, weil wir können ja alle über diesen Frieden und so weiter reden, aber im Endeffekt müssen die Ukrainer und Ukrainerinnen ja mit dieser Entscheidung dann ja leben und mit diesem vordiktierten Frieden. Ein Satz vielleicht zu dieser Täter-Opfer-Umkehr. Finde ich keine gute Art zu diskutieren. Ich respektiere deine Position. Ich verstehe auch die Betroffenheit natürlich. Ich hatte gleich zu Beginn deutlich gesagt, dass Russland der Aggressor ist und die Ukraine das Opfer, der wir beistehen müssen. Aber es ist. Du kannst das so häufig erwähnen, wie du willst. Dir wird das trotzdem vorgeworfen. Es ist egal, wie häufig du irgendwelche Bekenntnisse abgibst. Also dieses Bekenntnis, das ist in den Augen derer, die dir das vorwerfen, noch ein Zeichen der Schwäche. Und das führt dazu, dass sie es dir noch intensiver vorwerfen werden.
weil sie dann denken, bei dir wäre was zu holen. Das ist eine typische Strategie der Diskursverschiebung. Da darf man gar nicht drauf eingehen. Da muss man einfach sagen, lächerlicher Moralismus, ich gehe da gar nicht mit. Ich teile die Welt hier nicht in Gut und Böse, nicht in Aggressor und Unterdrückter. Ich bin dafür, dass politische Interessen grundsätzlich am Verhandlungstisch, wo das möglich ist, geklärt werden und nicht auf dem Schlachtfeld. Das ist eine grundsätzliche Einstellung, die habe ich auch in anderen Konflikten. Und diese moralistische Betrachtung Aggressor, Opfer, sind für mich keine relevanten Kategorien. Nicht die einzige Form der Solidarität mit der Ukraine eindimensional auf Waffenlieferung zu setzen. Ich würde sogar sagen, der Ukraine wäre viel besser damit gedient, wenn es eine politische Lösung gäbe. Okay, das ist angekommen. Du darfst auch gleich darauf antworten. Aber Christa ist auf jeden Fall jetzt erstmal dran. Du hast ja auch das mitverfolgt, was die gelbe Seite gesagt hat. Du stehst auch schon sehr am Rande des Ganzen. Warum? Weil suggeriert wird, dass es ja nur die ganze Zeit um Waffenlieferungen geht. Und das stimmt einfach nicht. Wir haben von der ukrainischen Seite, aber auch von der deutschen Perspektive ganz viele Art und Weisen, wie die Ukraine unterstützt wird. Und nicht nur bei Waffenlieferungen, sondern auch diplomatisch, auch politisch, auch wirtschaftlich. Und die ukrainische Regierung, genauso wie die ukrainische Zivilgesellschaft, sagt immer, macht so viel Druck auf Russland wie möglich, damit Russland an den Verhandlungstisch kommt. Und wenn Putin oder wenn jemand aus dem Kreml über Verhandlungen spricht, was sagen sie? Sie sind von ihren Maximalforderungen nicht zurückgegangen. Sie haben gesagt, wir wollen Gebiete, die wir noch gar nicht komplett besetzt haben. Wir wollen immer noch eine Denazifizierung, was eigentlich bedeutet, dass eine andere Regierung, ein sogenanntes Puppet-Regime eingesetzt. Nicht zwangsläufig. Also das Kriegsziel Entnazifizierung ist bewusst ungefähr gehalten, damit man in Verhandlungen im Kompromisse eingehen kann. Also das ist nicht so eindeutig, wie sie das hier darstellt. Wird und dass die Ukraine militärisch abrüsten muss. Das heißt, es wird nur eine Pause geschaffen dafür, dass Russland später wieder angreifen kann. Wenn Sie, Herr Warwick, immer über politische Lösungen sprechen, dann müssen wir uns um Interessensausgleich. Was sind denn die Interessen von Russland? Die Ukraine zu zerstören, besetzte Gebiete einzunehmen? Nein, das Interesse Russlands ist erstmal, die Ukraine nicht Teil des westlichen Blocks werden zu lassen. Vor allem in militärischer Hinsicht, zum Zweiten dann vielleicht noch in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht, aber da hat sich Russland durchaus kompromissbereit gezeigt. Es gibt zahlreiche Äußerungen hochrangiger russischer Politiker, die sich kompromissbereit gezeigt haben bezüglich der Frage einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine, obwohl die EU ja tatsächlich Beistandsklauseln in den Verträgen hat. Also Russland hat sich ziemlich kompromissbereit gezeigt, was das angeht. Und wie gesagt, selbst die russischen Maximalforderungen sehen nicht mal eine Zerstörung der Ukraine vor. Also das hat sie ja gerade selber zugegeben und jetzt behauptet sie wieder das Gegenteil. Sie davor nicht hatten. Sollten wir einem Aggressor wirklich durchgehen lassen, dass sie das Völkerrecht brechen und so ein Beispiel dafür geben, dass andere Staaten das Gleiche tun können, dass China das Gleiche mit Taiwan machen könnte? Dass Israel das Gleiche mit dem Libanon macht. Taiwan ist übrigens völkerrechtlich ein Teil Chinas. Also den Vergleich, den Sie hier gerade zieht, der passt so überhaupt nicht. Auch Deutschland erkennt Taiwan als Teil Chinas an. Aber Israel-Libanon wäre gerade ein gutes Beispiel. Unserem Interesse, dass wir jemandem etwas zurückgeben dafür, dass er einen Angriffskrieg startet. Und das müssen wir uns alle fragen. Bevor Johannes antwortet, würde ich gerne noch Martina reinholen. Da hat sie ja einen Punkt. Ne? Also Putin hat sich nun wirklich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder bewiesen, dass ihm eigentlich internationale Abkommen egal sind. Wieso sollte man mit jemandem überhaupt anfangen zu... Das Minsk-Abkommen wurde von der Ukraine nicht eingehalten. Die ganzen Abrüstungsverträge wurden vom Westen aufgekündigt, nicht von Russland. Der INF-Vertrag, der ABM-Vertrag, die wurden von den USA aufgekündigt. Verhandeln, der einfach überhaupt nicht am Verhandlungstisch Platz nehmen will. Wenn wir nicht anfangen zu verhandeln, dann wird sich die ukrainische Position immer weiter verschlechtern. Denn wir sehen ja anhand der Zahlen zum Beispiel 600.000 junge Männer, die mit den Füßen abgestimmt haben und in die Europäische Union eingewandert sind. Und da jetzt ja, hier steht sogar was von über 800.000 ukrainischen Männern im wehrfähigen Alter, die sich in der EU aufhalten. Ihr Glück suchen, weil sie sich nicht weiter in diesem Abnutzungskrieg verheizen lassen wollen. Das ist auch ein Fakt. Und dann ist es ja auch so, dass die Sanktionen, die wir verhangen haben, die haben ja am Anfang ziemliche Wirkung gezeigt. Also gerade die Banken, die hatten ja wirklich Probleme. Die hat man ja gesehen, die Schlangen, die vor den russischen Banken standen. Bernd, das war das Minsk-Abkommen, um das es gerade ging.
versucht haben, Geld abzuheben. Das ist aber mittlerweile alles über kleine Banken umgeswitcht worden und Russland hat sich neu aufgestellt und hat halt einfach alle Zeit der Welt, in der Zeit, in der der Krieg andauert, diese ganzen Sanktionen Schritt für Schritt zu umgehen. Deutschland kann ja nur helfen, wenn es Deutschland gut geht. Und wenn wir das weiter so mitmachen und immer weiter uns da reinziehen lassen, dann wird sich unsere Position auch immer weiter verschlechtern. Und dann kann es natürlich sein, dass wir am Ende in den Krieg mit reingezogen werden. Und dann können wir natürlich alle unsere ganzen Sachen, die wir so machen auf der ganzen Welt, da, wo wir überall helfen, das können wir dann alles natürlich nicht mehr leisten. Ne? Das muss auch sehen, dass das in der Waagschale liegt irgendwo. Also das ist auch ein guter Punkt, dass Sie jetzt deutsche Interessen hier mit rein. Also bisher gefällt sie mir gut. Also das ist ein BSW-Mitglied aus Thüringen, wurde am Anfang vorgestellt. Also bisher macht sie ihre Sache hier gut. Viele Themen, also du hast ja sowohl über Ukrainer gesprochen, die nicht kämpfen wollen. Man muss auch dazu sagen, es gibt auch 600.000 Russen, die Russland verlassen haben, weil sie mit dem Krieg nicht einverstanden sind. Da hast du gesagt, das hat mit der deutschen Situation zu tun und man kann die Sanktionen so leicht umgehen. Aber das beantwortet ja nicht die Ursprungsfrage, die da hieß, mich greift jemand an, ich möchte mich selbst verteidigen. Das ist doch erstmal was, wo man sagt, ja klar. Ja, logisch. Alles andere wäre doch ungerecht. Ja, logisch. Das Selbstverteidigungsrecht stellt ja niemand in Frage. Aber es ist ja so, dass der Krieg ja immer weitergeht und demzufolge das Land ja, die Ukraine an sich, immer mehr zerstört wird durch diesen Krieg. Also die Position der Ukraine verschlechtert sich nicht nur hinsichtlich Russland, sondern die Position verschlechtert sich ja auch für das Land selbst. Denn die Waffen, die da geliefert werden, die werden ja nicht alle geschenkt. Oder wenn danach dann wieder, wenn es an den Aufbau der Ukraine geht, ist es ja genau dasselbe. Dann muss ja, die Ukraine befindet sich komplett in der Hand des Westens. Die ist jetzt schon so hoch verschuldet im Westen, die wird nie wieder eine souveräne Politik machen können. Abgesehen davon, dass westliche Konzerne große Teile der Wirtschaft kontrollieren, abgesehen davon, dass die Ukraine schon vorher beim IWF und bei der Wall Street hoch, hoch verschuldet war. Also das hat sich jetzt nochmal enorm verschlimmert. Und in den USA, da wird ja schon ganz offen diskutiert, wer diese Schulden bezahlen darf. Das werden dann die Europäer sein. Die Ukraine wird dann in die EU aufgenommen, bekommt dann jede Menge Wiederaufbauhilfen von der EU und damit kann die Ukraine dann ihre Schulden bei den USA bezahlen. Also für den militärisch-industriellen Komplex in den USA eine Win-Win-Situation. Darunter leiden dürfen dann die ganzen Ukrainer, die in diesem Krieg sterben mussten. Und wir Europäer dürfen das Ganze dann auch noch bezahlen. Es muss ja ganz viel investiert werden in das Land und dann braucht es ja auch Länder, die das mit unterstützen. Deutsche Investoren werden auch davon profitieren, wenn sie beim Aufbau sich beteiligen würden. Und ich würde jetzt nicht sagen, wenn wir in die Ukraine investieren, das ist einfach das Geld, das wir aus dem Fenster werfen. Und das wird in der Debatte so dargestellt. Wenn wir über Sanktionen reden, dann müssen wir nicht darüber reden, wie Russland die Sanktionen umgeht, sondern wie auch westliche Unternehmen, auch deutsche Unternehmen versuchen, die Sanktionen umzugehen. Wenn wir sagen, Russland braucht jetzt keine roten Linien oder wir eskalieren, dann frage ich mich, was würden wir erleben, wenn Russland wirklich die Macht bekommt, das umzusetzen, was sich eigentlich vorgenommen hat? Alexander, ich weiß, du bist ein friedensbewegter Mensch. Kann es sein, dass du einfach einem Irrtum aufsitzt und dass man so einen Aggressor wie Putin, der so oft bewiesen hat, dass er sich an nichts hält, Menschenrechtsvergehen begeht und so weiter, dass man ihn vielleicht eben nicht mit diplomatischen Verhandlungen irgendwie zum Umdenken bewegen kann, sondern dass man in dem Fall wirklich ganz krasse Härte zeigen muss, um zu sagen, stopp, hier nicht weiter? Das glaube ich nicht, weil es wurde ja auch schon von der Gegenseite gesagt, Putin überschreitet ja permanent rote Linien. Ne? Warum sollte er jetzt plötzlich eine rote Linie akzeptieren? Es geht nicht darum, entweder oder Entscheidungen zu treffen, sondern sowohl als auch. Dafür würde ich plädieren und sagen, okay, es gibt das Recht auf militärische Selbstverteidigung, das hier ja auch niemand abspricht. Aber daneben braucht es wirklich ein viel größeres Investment in Maßnahmen, die das Ganze noch bestärken. Und wenn wir zurückblicken auf 2014, ja, es gab das Minsker Abkommen und es gab Verabredungen, es gab auch Unterschriften und es gab den Bruch des Minsker Abkommens. Und da ist doch die Frage, warum hat... Durch die Ukraine. Also, warum sprechen hier nur alle allgemein davon, dass das Minsker Abkommen nicht eingehalten wurde, aber sagen nicht, an welcher Partei das Minsker Abkommen gescheitert ist? Es ist ziemlich eindeutig am Verhalten der Ukraine gescheitert. Die Ukraine hatte auch schon seit Jahren eine Militärdoktrin, die die militärische Wiedereroberung der Volksrepubliken Donetsk und Luhansk vorsieht. Also sie hat klar angekündigt, gegen das Minsker Abkommen verstoßen zu wollen. Sie hat immer wieder mit Krieg gedroht. Also das könnte hier doch mal einer erwähnen.
damals beispielsweise die Bundesregierung nicht massiv mit Wirtschaftssanktionen reagiert? Warum floss das Gas bis 2022 im April? Ist das dumm. Wir hätten schon früher die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland abbrechen sollen. Ja, dann wäre unsere energieintensive Industrie nicht schon vor 10 Jahren abgewandert. Das ist natürlich eine wunderbare Idee. Wir hätten unser eigenes Land schon 10 Jahre früher gegen die Wand fahren sollen. Trotzdem doch eine Pipeline und die zweite Pipeline wurde gebaut. Also da sieht man doch, dass es nicht nur darum geht, Verträge auszuhandeln, sondern wirklich nachhaltig auch umzusetzen. Und dafür braucht es einfach Allianzen. Und nicht nur mit Russland, sondern Allianzen mit der Türkei, mit China, mit Indien, mit Brasilien, mit den Akteuren, die Russland noch einigermaßen nahestehen. Kann es sein, Christa, vielleicht hat er ja auch damit genau recht. Also ja, du bist einen Schritt nach vorne gegangen. Ja, weil du glaubst nämlich auch, dass es zu, nicht konsequent genug verfolgt wurde. Nee, also ich Allianz mit diesen Ländern, er hat sich gerade implizit für eine multipolare Weltordnung ausgesprochen. Also zuerst eine härtere Gangart gegenüber Russland gefordert und sich dann für eine multipolare Weltordnung ausgesprochen. Also ich würde ihn mal wirklich gerne genauer zu seiner Position befragen. Das klang jetzt ziemlich inkonsistent, aber ja, das ist das Blöde, dass hier immer nur so kurze Redebeiträge gezeigt werden. Ich würde es anders formulieren. Ich habe eigentlich genau das Gleiche in meiner ersten Antwort gemeint, nämlich, dass wir diese globale Allianz brauchen, auch diplomatisch. Und die Ukraine arbeitet ja gerade dran. Also das war mit der Friedenskonferenz und mit der Friedensformel eben dieser erste Versuch, nicht nur die Europa und den Westen oder die NATO-Länder zusammenzubringen, sondern wirklich auch die Länder des globalen Südens einzubinden. In einigen afrikanischen Staaten gilt die Ukraine übrigens als Terrorstaat. Jetzt wirklich kein Spaß, kein Scherz. Das habe ich bei Antispiegel gelesen. Die Ukraine, der ukrainische Militärgeheimdienst hat in Afrika, in Staaten, wo, also in diesen ehemaligen französischen Kolonien, wo letztes Jahr diese ganzen Putschversuche passiert sind, da islamistische Rebellen unterstützt, um den russischen Wagner-Söldnern eins auszuwischen. Und deswegen gilt die Ukraine in Teilen Afrikas mittlerweile als Terrorstaat. Also so viele Allianzen im globalen Süden schließt die Ukraine gerade nicht. Eher im Gegenteil. Einladungen wurden ja so gut wie alle geschickt. Russland wollte die von Anfang an zwar nicht, also hat die Einladung von Anfang an, bevor sie kam, ausgeschlagen. Was ein Problem ist, ist, dass halt viele Länder eigene Interessen haben, wie zum Beispiel China, und sagt, nö, wir machen jetzt unsere eigene Friedensformel und machen jetzt nochmal einen komplett neuen Prozess auf. Eigentlich sollte es ja bei Frieden um die Opfer gehen, also dass Frieden dauerhaft und gerecht auch in der Ukraine standhalten kann. Nein, bei Frieden geht es um Kompromisse und nicht um Opfer und Täter. Also wer in Opfern und Tätern denkt, der will keinen Frieden, sondern der will einen Sieg. Und der will keinen Kompromiss, sondern der will, dass dieser Krieg so lange weitergeführt wird, bis er gewonnen hat. Also das ist schon die grundsätzlich falsche Denkweise. Katharina, trotzdem verstehen, wir reden so viel über Militärtechnik, über Sondervermögen, über Bundeswehr, über Militarisierung wie nie zuvor wahrscheinlich. Kannst du nachvollziehen, dass da auch viele in Deutschland sagen, boah, das ist aber, ja, bei aller Solidarität, ich weiß gar nicht, das ist eine komische Situation, dass wir jetzt dauernd über Krieg reden und weniger über Frieden. Naja, wenn wir uns zum Beispiel auch die Wahlergebnisse anschauen, dann haben wir auch gesehen, dass eben auch mit diesem Thema ja auch versucht wurde, Politik zu machen, obwohl es gar nicht in diesen drei Bundesländern zum Beispiel überhaupt entschieden wird, ob überhaupt da irgendwelche Waffen stationiert werden. Der Bundesrat hat einen auswärtigen Ausschuss. Also der Bundesrat ist auch für Außenpolitik zuständig. Das stimmt so pauschal nicht. Und Bundesländer haben natürlich auch Wirtschaftsbeziehungen, kulturelle Beziehungen in andere Länder. Also die machen auch natürlich viel weniger Außenpolitik als die Bundesregierung, aber die machen auch ihre Art von Außenpolitik. Oder geliefert wird oder was auch immer. Wir brauchen ein nachhaltiges Konzept, ein strategisches Konzept, wie wir mit Russland umgehen, wie wir mit der Desinformation von Russland, die ja immer also mehr wird und die klappen ja. Man sieht ja, dass Wahlkampf einfach mit Krieg... Ich frage mich ehrlich, wie diese russische Desinformation funktionieren soll. Wenn solche Seiten wie Sputnik oder Russia Today schon gesperrt wurden. Also wir sind ja mittlerweile zu einer offenen Zensur von russischen Staatsmedien übergegangen. Also das ist jetzt auch ein bisschen skurril. Also einerseits wird immer mehr zensiert, es wird wirklich offiziell von staatlicher Seite immer härter gegen russische Medien vorgegangen. Und andererseits erzählt sie uns jetzt, dass mit dieser russischen Desinformation würde so viel schlimmer werden.
Krieg oder Frieden, also mit einfach so ganz einfachen Schwarz- und Weiß-Denken gemacht werden kann. Tina, du bist zurückgegangen. Kann es sein, oder hast du mal drüber nachgedacht, ob du mit deiner Haltung vielleicht auch Opfer russischer Desinformationskampagnen geworden bist? Also, ich hatte vorhin die Gästeauswahl gelobt, aber das ist jetzt schon die dritte und vierte komplett einseitige Frage vom Moderator. Also der Moderator gewohnt parteiisch wie immer. Der Moderator gewohnt parteiisch wie immer. Ja, du lachst, aber... Ja, nein, ich glaube... Ja, weil es eine vollkommen bescheuerte Unterstellung ist. Also da kann man entsetzt gucken oder lachen und sie hat sich für die charmantere Version entschieden. Ich glaube, das ist wirklich mein humanistischer Grundsatz, der da entgegensteht. Also, aber um darauf zu antworten, was sie gesagt hat, ist es einfach so, dass Krieg oder Frieden, das, was da auf dem Plakat stand, bedeutet natürlich nicht, dass wenn ich jetzt diese Partei BSW wähle, dass ich dann sofort Krieg oder Frieden habe. Aber es geht um die grundsätzliche Ausrichtung der Politik. Na, ob ich mich eher an diesen Narrativen, an diesen Kriegsnarrativen der CDU orientiere oder ob ich einfach einen extra Weg gehe, einen eigenen Weg. Und dann noch zu dem Thema Landespolitik. Natürlich ist es kein direktes landespolitisches Thema, aber die Leute in den Ländern, die beschäftigt das Thema, das ist Punkt eins. Und dann muss man das natürlich aufgreifen, wenn das Volk darüber sprechen möchte und das Volk daran Interesse hat. Und dann kommt noch dazu, dass der Bundesrat einen auswärtigen Ausschuss hat. Und dementsprechend ist es schon so, dass man sich da mit einer Grundorientierung für Krieg oder für Frieden oder zu dieser Ukraine-Frage eben bekennen sollte. Ganz klar. Gut, aber wenn du Waffenruhe forderst oder BSW-Leute sagen ja auch, bitte keine Sanktionen mehr gegen Russland. Ich wäre gerade das beim ARD Mixtalk, also die Sendung, die gerne mal Kritiker rauswirft, beziehungsweise gar nicht erst zu Wort kommen lässt und die immer extrem einseitig ist, dass dort Ole Nymon zu Gast ist. Also das wundert mich jetzt tatsächlich. Also die laden, die schmeißen einen Dominik Reichert raus, weil er kurz mal Strack-Zimmermann widersprochen hat, aber Marxist, er darf da auftreten. Das, ja, man muss Propaganda in Deutschland nicht verstehen. Die Öffentlich-Rechtlichen. Also freut mich, dass Ole Nymon da ist, freut mich. Also der hat da eine stabile Einschätzung, was gerade in der Frage, sollte man für Deutschland kämpfen? Also das ist schon gut, dass sie den da einladen. Und teilweise, dann freut sich Putin natürlich. Naja, man hat aber jetzt gesehen, dass die russische Wirtschaft unter den Sanktionen nicht leidet. Die Sanktionen, wenn... schreibt gerade einer, Ole Nymon ist doch Mainstream oder nicht? Naja, ich glaube, er ist ein Marxist. Also wenn ich mir Wohlstand für alle immer angesehen habe, er hat eine relativ ähnliche Analyse wie der Gegenstandpunkt. Wenn ich das immer richtig verfolgt habe, ich will ihm da jetzt auch nichts unterstellen, aber würde das jetzt nicht als Mainstream bezeichnen. Aber wie gesagt, Wohlstand für alle ist ein gutes Format, gucke ich mir immer wieder an. Auch seine Haltung zu Deutschland kämpfen, die kann ich, glaube ich, 1:1 so unterschreiben. Da würde ich jetzt gar nichts anders sehen. Ole war ja auch schon beim Presseclub. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, dass er da war. Wenn sie keinen Fortschritt der Ukraine bringen oder keinen Mehrwert und nur uns selbst schaden als Deutschland, was hat das dann für einen Sinn? Ja, man kann sie auch besser machen. Man kann ja die Mittel und die Wege schließen, wo man das umgehen kann. Ich wollte nur sagen, man könnte man ja auch sagen, wir wollen Russland weiter schaden, könnte man als Grundhaltung haben. Und dann muss man halt Sanktionen erstellen, die auch wirksam sind. Ich sag mal so, einem anderen Land zu schaden, mit dem man dann aber vielleicht irgendwann auch mal diplomatische Beziehungen eingehen möchte, muss. Weil wir sind alle auf dem europäischen Kontinent zu finden. Und der Frieden wird nur funktionieren, wenn der ganze europäische Kontinent daran Interesse hat und aufeinander zugeht und miteinander redet. Es wird nicht funktionieren. Auch mit noch mehr Waffenlieferungen wird es nur mehr Tote geben. Ludmila, Tina macht sich Sorgen um die Menschen in der Ukraine. Sie sagt, mehr Waffen würden mehr Tote bringen. Das ist ja eigentlich ein hehrer Ansatz, oder nicht? Was ist deine Antwort? Eigentlich schon. Hätte man aber in dem Zusammenhang über die Besatzung gesprochen. Und das blendet man aus. Das, was wir auch am Anfang der Vollinvasion erlebt haben, waren nämlich die Listen aller ukrainischen Intellektuellen, darunter auch ukrainische Priester, Kulturschaffende, die auf diesen Listen standen und die sozusagen vernichtet werden mussten. Und sollten. Das war der russische Ansatz. Und wir. Ja, die Ukraine hat übrigens auch Todeslisten von missliebigen Leuten, die ihrer Meinung nach pro-russisch sind. Da stand beispielsweise auch ein Robert Fico drauf, auf den ein pro-ukrainischer Attentäter einen Attentatsversuch ausgeführt hat, das Fico zum Glück überlebt hatte. Also auch die Ukraine hat Todeslisten.
Da stand auch ein Alexander Dugin drauf, dessen Tochter bei einem Anschlag gestorben ist. Also der Anschlag sollte eigentlich ihn treffen, aber dann ist seine Tochter dabei gestorben. Wir haben das Gefühl, wenn wir jetzt den Frieden schaffen, dass unter Besatzung einfach sehr schön ist. Man lebt und nichts passiert. Und wir wissen, es gibt Folterungen und Menschen werden weiterhin getötet. Für Russland ist wichtig, nicht nur die Territorien zu bekommen, sondern es geht auch darum, die Kultur zu vernichten. Was wir aber sehen in Russland, dass Russland versucht, die nächste Generation in Russland auf den Krieg vorzubereiten und wir sind zu entspannt. Da bereitet man sich auf einen Krieg nicht gegen die Ukraine vor, sondern gegen den Westen. Johannes, wenn du das hörst, es gibt offenbar einen ganz großen Willen, einen großen Hunger, sich mehr Länder auch einzuverleiben und auch Kulturen einzuverleiben. Das wird ja teilweise sehr deutlich auch ausgesprochen im russischen Fernsehen. So, wenn es diesen Hunger gibt, wieso war Russland dann Istanbul bereit, einen Kompromissfrieden zu schließen und sich komplett aus der Ukraine hinter die Linien des 24. Februar zurückzuziehen? Wenn du das hörst, wie kannst du dann noch sagen, ja, stimmt, aber, was ist dein Argument? Also wir wollen beide, dass das aufhört, das ist mal klar. Ja. Wenn wir das zu Ende denken, was hier gesagt wird, dann heißt das, wir brauchen am Ende eine Niederlage Russlands. Und ich möchte, dass wir das Preisschild an diese Niederlage kleben, weil das Preisschild wäre eine potenzielle nukleare Eskalation und ein Krieg zwischen dem Westen und dem Russland, bei dem niemand was gewinnen kann, auch die Ukraine nicht. Und ich würde wetten, dass irgendwann doch der Punkt kommt, wo wir jenseits einer russischen Niederlage über Interessenausgleich und Kompromisse reden müssen. Und ich vermute, das wird so laufen, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt und dass es bestimmte territoriale Veränderungen gibt. Krim, Donbass, Ostukraine, das werden wir schlucken müssen sozusagen. Und das ist, wenn man so will, ein schmutziger Frieden. Und wenn ich bestimmen könnte, dann würde ich natürlich sagen, jeder Staat kann in den Grenzen leben, die ihm zustehen. Jeder Staat kann seine Bündnisse frei wählen. Aber die Situation auf dem Boden gewissermaßen in der schmutzigen Realität der internationalen Politik ist leider eine andere. Und wir sehen doch, dass in den westlichen Öffentlichkeiten die Unterstützung für die Ukraine bröckelt. Was machen wir denn, wenn in den USA ein Präsident kommt, der keine Unterstützung mehr leisten will? Das heißt, wir müssen doch vorausdenken, dass unser jetziger Kurs nicht durchhaltbar ist. Habt ihr tatsächlich, Christa, mal über diese, vielleicht diskutiert ihr ja auch in allen möglichen Communities? Mich würde echt interessieren, was für ein Gegenargument darauf kommt, dass die Ukraine diesen Krieg erstens nicht gewinnen wird und zweitens die Unterstützung im Westen immer mehr bröckelt. Also bisher sind ja nur moralische Argumente nach dem Motto gekommen, ja, Russland ist der Täter, Russland begeht Kriegsverbrechen, dass die Ukraine ähnliche Kriegsverbrechen begeht wie Russland. Geschenkt, das wird ja auf der Kontraseite leider nicht erwähnt, das ja würde diese Darstellung etwas relativieren, denn der beste Weg, um Kriegsverbrechen zu beenden, ist diesen Krieg zu beenden, ist es, einen Kompromissfrieden zu schließen. Aber ich würde wetten, wir haben jetzt noch ungefähr 14 Minuten, ein bisschen weniger wahrscheinlich, da ja noch die Abschlussrunde kommt, da wird kein Gegenargument mehr kommen. Also keiner von denen wird bei der militärischen Einschätzung der Lage grundsätzlich widersprechen, da Russland jetzt schon seit über einem Jahr durchgängig vormarschiert. Also wir sehen das ja, dass russische Truppen im Süden der Oblast Donetsk vor Pakrovsk stehen. Also nachdem Avdiivka gefallen ist, ist Russland da deutlich vormarschiert. Also die geringen Gewinne, die Ukraine in der Sommeroffensive gemacht hat, die sind ja mittlerweile, also Sommeroffensive letzten Jahres gemacht hat, die sind ja mittlerweile wieder komplett zurückerobert worden von Russland. Russland hat eine neue Offensive in Kharkov gestartet und die Ukraine hat in Kursk nichts gemacht, außer militärisches Material verbraucht, was jetzt beim Stellungskrieg im Donbass dringend bräuchte, damit die Front nicht zusammenbricht. Also das sagen einem übrigens alle Militärexperten schon seit über einem Jahr, dass das im Donbass für die Ukraine alles andere als gut aussieht, dass sich bei so einem langen Stellungskrieg die Waagschale nach und nach zugunsten Russlands neigt. Was vollkommen erwartbar ist, wenn du ein Land mit, wie viel Einwohner hat die Ukraine jetzt, ein bisschen mehr als 20 Millionen wahrscheinlich noch, gegen ein Land mit über 140 Millionen Einwohnern kämpfen lässt. Dann wird das Land mit über 140 Millionen Einwohnern wahrscheinlich nach und nach ja, ein Vorteil kommen. Das ist einfach so. Das ist die materielle Realität, die kann man jetzt schlecht finden, aber da kommt auch kein Gegenargument darauf. Also dann kommt nur dieses moralische, ja, aber Russland ist doch der Aggressor. Ja, aber das ist kein Gegenargument darauf, wie sich die militärische Lage gerade entwickelt. Über das, vielleicht hat er ja sogar recht, dieser schmutzige Kompromiss ist vielleicht besser als noch mehr Zerstörung. Natürlich überlegt man, was
Sinn macht. Und es muss in jede mögliche Richtung gedacht werden. Wenn wir jetzt aber eben nehmen, diese Aussage nehmen, es gibt weniger Opfer, wenn wir jetzt den Krieg so, wie er jetzt ist, oder die Ukraine Kompromisse macht, die wenigsten in der Ukraine werden dem zustimmen. Weil was wir gesehen haben in Bucha, in Irpin, überall, wo Russland besetzt hat, es wurden Menschen, Zivilisten, einfach auf der Straße getötet. Es werden Menschen in Camps gehalten. Und nicht erst seit 2022, sondern seit 2014. Das sind alles Opfer. Und wenn man Russland lässt... Es hilft die Ukraine übrigens auch, zahlreiche Zivilisten umzubringen. Schaut euch die ukrainische Offensive in Kursk an. Schaut euch an, wie die Ukraine in Donetsk jahrelang Wohngebiete bombardiert hat. Schaut euch an, wie die Ukraine bis vor kurzem noch Blattminen in Donetsk abgeworfen hat, in Wohngebieten. Also Blattminen, das sind so Minen, die sehen aus wie Blätter. Und Kinder, die dann auf der Straße spielen oder Leute, die spazieren gehen, treten dann da drauf und ist zumindest mal ein Fuß weg. Also ganz klare Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Dann werden sie mehr Gebiete einnehmen. Und das sieht man zum Beispiel in Wovjansk, in Kharkiv, weil man nicht die Ukraine russisches Territorium hat angreifen lassen. Das wurde dann geändert und, surprise, man konnte den Vormarsch stoppen. Weil es stimmt einfach auch nicht, dass die Ukraine in einer schlechteren militärischen Situation ist als vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren konnten wir Cherson befreien. Wir konnten das... Warum sieht man dann zig Videos, wie in der Ukraine junge Männer auf der Straße von irgendwelchen Rekrutierungskommandos eingefangen werden und unter Gewalt in irgendwelche Vans gezerrt werden? Also wenn die doch so gern kämpfen. Und das mit der militärischen Lage, wieso stehen russische Truppen nah vor Pakrovsk? Schaut euch die aktuellen Warmaps an. Also schaut euch an den Fortschritt der russischen Truppen im Donbass. Das ist die Front, an der die intensivsten Kämpfe stattfinden. Schaut euch das einfach an. Ihr seht seit einem Jahr durchgängig Fortschritte von Russland und keine Fortschritte der Ukraine. Das einzige Gebiet, wo die Ukraine nennenswerte Fortschritte erzielt hat, ist Kursk. Und das hat sie unter gigantischen Verlusten erzielt. Also das sind Kräfte, die der Ukraine jetzt im Donbass fehlen. Also das hat die ukrainische Position noch weiter verschlechtert. Das sagt euch auch jeder Militärexperte, der sich damit ein bisschen genauer beschäftigt. Schaut euch aktuelle Einschätzungen oder auch die Einschätzung von vor einem Jahr von Markus Reisner oder Harald Grujat an. Da bringen sie die Lage, wie sie jetzt ist, also haben sie schon da auf den Punkt gebracht, die Lage wird sich weiter verschlechtern und wenn das so weitergeht, droht ein Durchbruch. Also, ich weiß nicht, wie man so weit von der Realität entfernt sein kann. Das gesamte Gebiet Kharkiv befreien, wir haben Kiew-Region davor befreien können, also die Ukraine, die ukrainischen Streitkräfte meine ich hier mit wir. Es ist nicht wahr, dass wir in einer schlechteren Situation sind. Es hat nur nicht gereicht. Nicht nur die Waffenlieferungen sind nicht genug, auch die diplomatische Hilfe und andere Sachen, die Sanktionen, es könnte alles mehr sein. Selbst wenn dieser Krieg morgen enden... Also, wenn eine Medizin nicht hilft, erhöht einfach die Dosis. Die russische Wirtschaft wächst wesentlich stärker als die meisten Volkswirtschaften in Europa. Also die EU verliert bei diesem Wirtschaftskrieg, Russland gewinnt. Und jetzt ist Ihr Vorschlag, ja, jetzt macht doch einfach ein bisschen intensiver Wirtschaftskrieg, jetzt sanktioniert doch noch mehr. Also der einzige Bereich, wo der Westen noch mehr sanktionieren könnte, also wo er wirklich Russland schaden könnte, das wären völkerrechtswidrige Sekundärsanktionen. Also da würde man quasi den gesamten globalen Süden dazu zwingen, sich zu entscheiden, entweder ihr wollt mit dem Westen Geschäfte machen oder mit Russland. Also das wäre quasi ein globaler Wirtschaftskrieg gegen einen der wichtigsten Rohstofflieferanten, den es auf dieser Welt gibt. Also da viel Spaß. Das wird hier wirtschaftlich ein riesiges Desaster anrichten. Wahrscheinlich auch in Russland. Das wird weltweit alle Lieferketten durcheinanderwirbeln. Das wird sehr viel Chaos auslösen. Nahrungsmittelpreise in die Höhe treiben, Rohstoffpreise in die Höhe treiben. Hunderte Millionen Menschen in Armut und in Hunger stürzen. Also viel Spaß, wenn das jetzt der Weg ist, den der Westen gehen soll. Also ich glaube wirklich, oder ich hoffe zumindest, dass die westlichen Regierungen so selbstmörderisch dann doch nicht sind. Würde. Ist Russland trotzdem immer noch ein gefährlicher Staat, der Milliarden in Desinformation, Cyberangriffe, Spionage und sogar Tötungsversuche? Was hat die denn mit ihren Desinformationen und Spionage? Und ja, die Ukraine führt auch Attentate auf Menschen durch, die unliebsam sind. Was passiert in der Realität? Das machen auch US-Geheimdienste. Das machen Geheimdienste überall auf der Welt. Und ja, das macht wahrscheinlich auch Russland. Also wie hier immer in dieser ukrainischen Kriegspropaganda so ganz viele negative Eigenschaften von Russland aufgezählt werden. Ja, da werden Menschen vergewaltigt, da werden Menschen gefoltert, da russische Geheimdienste bringen Menschen um. Ja, macht die Ukraine doch alles auch.
Warum ist die Ukraine jetzt schlimmer als Russland? Das ist kein Argument, diesen Krieg fortzusetzen. Also das ist eher ein Argument, diesen Krieg zu beenden, weil dann diese ganzen Kriegsverbrechen weniger werden würden. Deutschen Staatsbürgern geplant hat, wenn man sich zum Beispiel den Chef von Rheinmetall anguckt. Wie kann man denken, dass so ein Regime von einem Tag auf den anderen einfach friedlich sein würde? Ich frage mich auch, das ist sehr schön, über den Frieden in Deutschland zu sprechen, wenn man den NATO-Schirm hat und mitten in... Also, US-Geheimdienste behaupten, Russland habe das geplant. Keine weiteren Fragen. Europa sitzt. Sag ich mal so, ich bin da sehr, 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 sehr skeptisch. Ich würde da gerne die Beweise sehen, was die angeblich geplante Ermordung des Rheinmetall-Chefs aussagt. Ich habe bisher in Medienberichten, die ich dazu gefunden habe, nichts Stichhaltiges gesehen. Das ist einfach eine Behauptung von US-Geheimdiensten. Es könnte sich hierbei also um eine, ja, dieser schlimmen Desinformation handeln. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich habe zumindest in den Medienberichten, die ich dazu gesehen habe, keine Belege dazu gesehen. Was würden Sie sagen, hätten Sie die Grenze mit Russland? Alex, was würdest du tun? Das ist doch eine Frage, die sich tatsächlich viele Leute stellen. Was wäre Russland jetzt an unserer Grenze? Wie würde ich reagieren? Wie würdest du reagieren? Nee, ich bin einen Schritt nach vorne gegangen, weil ich das verstehe. Wir sind fliehen und im Ausland dann wahrscheinlich auf diese elende Bundesregierung schimpfen, die nicht bereit wäre zu einem Kompromissfrieden. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall nicht Waffenlieferungen fordern, damit dieser Krieg auch jahrelang genug weitergeht. In einer privilegierten Situation. Wir sitzen hier in unseren schönen Wohnzimmern und reden über Krieg oder Frieden in der Ukraine. Und das ist sehr privilegiert. Gleichzeitig muss ich sagen, die Diskussion in der Ukraine ist schon diverser, als wir die hier wahrnehmen und auch als die hier vertreten ist aus meiner Perspektive. Das ist das eine. Und das andere, was ich wirklich sagen will... Naja, also Leute, die für Frieden sind, die können in der Ukraine gut und gerne mal 15 Jahre ins Gefängnis gesperrt werden. Also da musst du aufpassen. Wenn wir über Frieden reden, brauchen wir keine Kategorien wie Sieg oder Niederlage. Ne? Das widerspricht sich. Frieden ist was anderes als Sieg oder Niederlage, sondern Frieden ist das Verständnis darüber, wie wollen wir zusammenleben in der Zukunft. Auf welchen unterschiedlichen Ebenen müssen wir jetzt wirklich investieren, müssen wir unterstützen, nicht nur in der Ukraine, auch hier in Deutschland. Ich finde die Desinformationskampagne beispielsweise von Russland finde ich massiv. Da gibt es wenig Antworten. Das ist ja eine tolle Kontraseite. Welche Desinformationskampagne? Ich wurde wirklich, also es wurde noch kein einziges Beispiel genannt. Ich sehe in den ganzen Medien, immer wenn ich irgendeine Zeitung aufstelle, die ganze Zeit westliche Propaganda. Egal bei welchem Konflikt, egal Ukraine, Moldawien, Georgien, jetzt Nahost, ganz, ganz massiv, sehe ich wirklich härteste Propaganda und nichts davon ist pro-russisch. Also, wo zeigt sich diese Desinformationskampagne? Bitte zeigen. Seitens der Bundesregierung da drauf. Christa, was hat dich überzeugt? Warum seid ihr alle drei nach vorne? Was soll man dagegen tun? Also es wird ja jetzt schon massiv zensiert. Das ist ja ein starker Angriff auf die Meinungsfreiheit, der hier gerade läuft. Fordern die jetzt noch mehr Zensur oder was? Vorne gegangen. Also erstens ist die Debatte in der Ukraine, also die Ukraine ist ein demokratisches Land. Es gibt... Nein, also Selenskyj ist eigentlich... zumindest laut ukrainischem Recht nicht mehr im Amt. Der hat sich ohne Amt, also ohne Neuwahl jetzt einfach im Amt gehalten. Kriegsrecht. Da hat er gesagt, ja, brauchst keine Wahl. Zahlreiche Oppositionsparteien wurden alle unter dem kopierten und unbelegten Vorwurf, pro-russisch zu sein, verboten. Einfach pauschal verboten. Und die Politiker, die in diesen Parteien aktiv waren, die werden massiv verfolgt. Ein Beispiel ist Maxim Goldarb von der Partei Union der linken Kräfte für einen demokratischen Journalismus. Der hatte in den Nachdenkseiten eine Kolumne, Stimmen aus der Ukraine. Ich empfehle euch auch, lest euch die mal durch. Gebt mal Stimmen aus der Ukraine, Nachdenkseiten ein. Da findet ihr die ganzen alten Artikel von Maxim Goldarb. Vor allem den Artikel linken Oppositionellen in der Ukraine droht Verfolgung oder Tod. So hieß der, glaube ich. Da wird sehr schön berichtet, wie demokratisch die Ukraine ist. Also... das hat absolut nichts mit Demokratie zu tun. Das Fernsehen in der Ukraine wurde gleichgeschaltet. Da läuft jetzt 24/7 Selenskys Propagandashow. Und die Bevölkerung, die glaubt dem allen auch größtenteils nicht mehr. Also früher lag das öffentlich-rechtliche Fernsehen in der Ukraine bei einer Vertrauenswürdigkeit von 2/3. 2/3 der Bevölkerung haben dem geglaubt, was dort berichtet wurde. Mittlerweile glaubt nur noch 1/3 der Bevölkerung der offiziellen Berichterstattung.
Also die ukrainische Propaganda, die ist, obwohl sie zwangsweise auf allen Kanälen gesendet wird, mittlerweile so abgedreht oder so weit entfernt von der Realität, dass nur noch ein Drittel der ukrainischen Bevölkerung darauf reinfällt. Also, ja. Das vielleicht zur demokratischen Ukraine. Für einen kritischen Social-Media-Post, ich hatte es schon gesagt, könnt ihr für 15 Jahre im Gefängnis landen in der Ukraine. Zahlreichen Städten üben rechtsradikale Milizen de facto das Gewaltmonopol aus, die Verträge mit den örtlichen Stadtverwaltungen unterschrieben haben. Ich glaube, gerade die Umfragen sind so 30% können sich vorstellen, irgendwelche Zugeständnisse zu machen, 70 aber nicht. Also das ist trotzdem zweierlei Gruppen. Und natürlich gibt es die Männer, die zum Beispiel nach Deutschland oder in andere Länder geflohen sind. Aber es gibt gleichzeitig eben auch ganz viele, die zur Armee gegangen sind. Und im Moment, wenn man sich die Debatte in der Ukraine anguckt, dann ist es schon noch sehr, sehr eindeutig, dass die Mehrheit eben sieht, dass der Preis für die Ukraine höher wäre, wenn wir aufhören zu kämpfen. Also meine Perspektive ist eben, dass wir dann sagen, okay, wir müssen halt mehr machen, wir müssen die Sanktionen verbessern, wir müssen die diplomatischen Allianzen besser schmieden, aber wir müssen eben auch mehr Waffen liefern. Johannes sagt, diese Strategie wird niemals aufgehen, A, weil sie entweder nicht konsequent verfolgt wird oder B, wenn sie es täte, dass sie gar nicht zum Erfolg führt. Richtig verstanden, richtig? Ja, und ein Wort noch zu den Allianzbildungen. Wir sehen doch zum Beispiel, dass ein Staat wie China sich sehr eindeutig an die Seite Russlands gestellt hat. Das heißt, wenn man das zu Ende denkt, wird China eine russische Niederlage, und ich denke schon, dass die Kategorien Sieg und Niederlage nicht unwichtig sind in einem militärischen Konflikt, wird China eine russische Niederlage nicht zulassen, sondern in der Lage sein, gegen zu eskalieren. Das wird nicht der Ausweg sein, unsere bisherige westliche Strategie, sondern wir brauchen andere. Und es gibt ja international andere Strategien. Zum Beispiel die brasilianisch-chinesische Friedensinitiative, die interessanterweise auch gerade jetzt von der Schweiz unterstützt wird. Ich würde mir wünschen, dass Deutschland auf solche Initiativen aufspringt, die unterstützt und den Versuch macht, eine Lösung zu finden, bei der beide Parteien ihre Kerninteressen wahren können. Die Ukraine, ihre staatliche Souveränität, gar keine Frage, aber auch Russland, das aus russischer Perspektive nachvollziehbare Bedürfnis, nicht von der NATO gewissermaßen eingekreist zu werden, das ist auch Teil der Wahrheit. Und darunter wird es, glaube ich, keine Lösung geben. Russland wird von der NATO eingekreist, Ludmilla. 2010 hat die Ukraine sich für NATO frei sozusagen erklärt. Und das hat Russland nicht daran gehindert, die Ukraine zu überfallen. Das ist jetzt wirklich interessanter Trick. Dekontextualisierung nennt sich das hier. 2010 war Viktor Janukowitsch in der Ukraine an der Macht. Da hat sich die Ukraine der Bewegung der blockfreien Staaten angeschlossen. 2014 fand dann schließlich der Maidan-Putsch statt. Und im Dezember 2014, das steht doch gerade im Infokasten hier in der rechten unteren Ecke, ich glaube, da ist mein Bild davor, ich glaube, ich nehme mich mal kurz beiseite, dann könnt ihr es auch lesen. 2014 hob die Ukraine dann ihre Neutralität auf, im Dezember 2014, also nach dem Maidan-Putsch. Die Krim-Annexion war eine Reaktion auf den Maidan-Putsch. Das sollte man ja vielleicht noch erwähnen. Hier nach dem Motto, die Ukraine hat sich doch für blockfrei erklärt. Also Russland hat es 2014 trotzdem nicht davon abgehalten, die Krim zu annektieren und in den Krieg im Donbass einzugreifen. Ihr zwischen Sommer 2014 bzw. Frühjahr 2014 und 2010, da ist ja noch was passiert. So Jahreswechsel 2013-2014. Der Maidan. Diese Argumentation, das muss ich wirklich sagen, diese NATO-Bedrohung, das gehört für mich zu künstlichen Narrativen, die Russland versucht, hier bei uns durchzusetzen. Was der russische Botschafter auch gemacht hat, und das gehört auch zu Desinformation, er hat mehrmals die deutsche Schuld angesprochen. Nicht die deutsche Schuld, sondern die historische Verantwortung Deutschlands, Russland gegenüber. Da muss man sich fragen, welche historische Verantwortung haben wir gegenüber der Ukraine? Ich glaube, da gibt es einfach einen großen ein weißer Fleck, was die Ukraine im Zweiten Weltkrieg erlebt hat, wie war die Besatzung und warum wir heute eine historische Verantwortung der Ukraine gegenüber haben. Und wieder. Ja, da hätten wir eine historische Verantwortung, aber mittlerweile wird ja der Schlachtruf der ukrainischen Faschisten, die sich an der deutschen Besatzung beteiligt haben, die Deutschland da geholfen hat, Organisation ukrainischer Nationalisten unter Stepan Bandera. Slava Ukraini, der wird heute im Deutschen Bundestag gegrölt. Also so viel zu historischer Verantwortung an der Stelle vielleicht mal.
wiederum, vielleicht wiederhole ich das, aber ja, das Imperium muss Ukraine fallen. Da werden Briefmarken mit Stefan Bandera rausgegeben, da werden Plätze und Straßen nach dem benannt, also das vielleicht nur mal am Rande, ich will das Thema Rechtsradikalismus in der Ukraine jetzt nicht aufmachen, aber unter historischer Verantwortung sollte man das vielleicht auch mal diskutieren, inwieweit wir das hier unterstützen sollten. Und das wird schwierig sein, auch für uns schwierig sein. Aber das, wenn Ihnen das nicht gefällt, das bitte nicht auf Kosten der Ukraine. Tina, du warst schon lange nicht mehr dran. Der Punkt war ja, wie könnt ihr jetzt über die Verantwortung des Westens und um eine, sagen wir mal, ein Verständnis für Russland äußern, während gleichzeitig die Ukraine ja überfallen worden ist? Also es ist ja die Ukraine, die beschossen wird. Wieso habt ihr Verständnis für den Aggressor? Ehrlich. Es ist ja gar nicht Russland. Ehrlich. Ich habe es sogar noch gewagt, die Gästeauswahl zu loben. Also jetzt sind die Fragen ja auch noch so, wieso habt ihr Verständnis für den Aggressor? Ja, man muss die Interessen neutral analysieren. Man muss sich angucken, welche Interessen hat der Westen, welche Interessen hat Russland. Man muss versuchen, den anderen zu verstehen. Ansonsten ist Politik unmöglich. Ansonsten ist die einzige Option, die bleibt, wenn man den anderen nicht verstehen will. Der andere ist böse, man muss ihn vernichten. Und das führt zum totalen Krieg. Also das will, glaube ich, niemand. Angegriffen wurde. Die NATO hat nie Russland angegriffen. Ja, ein Verständnis in dem Moment. Also die NATO hat schon in der Vergangenheit versucht, russische Verbündete zu beseitigen, sei es in Syrien, sei es in Libyen, sei es in Serbien. Also sie hat Russland nicht direkt angegriffen, weil das einen Atomkrieg bedeuten würde. Aber ja, Russland greift da westlichen Verbündeten an. Westen hat in der Vergangenheit genug russische Verbündete angegriffen. Also das ist jetzt von der Qualität her nicht so unterschiedlich. Also würde ich nicht nennen, das wäre für mich ein zu großes Wort. Ich würde eher sagen, es war eine Frage der Zeit, bis es dort unten richtig eskaliert, weil man das ja schon seit 2014 gesehen hat, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Man hat es ja auch gemerkt, dass dann irgendwie nicht mehr miteinander gesprochen wurde und da schon gewisse diplomatische Beziehungen nicht mehr so funktioniert haben. Von russischer Seite? Ja, natürlich. Also nein, 2014, Russland hat das Minsk-Abkommen unterschrieben, wollte die Ukraine als einen neutralen Staat mit einer föderalen Verfassung als Pufferstaat zwischen sich und dem Westen. Die Ukraine sah es aber nicht ein, das Minsk-Abkommen umzusetzen. Und der Westen, der sah sich auch nicht veranlasst, Druck auf die Ukraine auszuüben, ganz im Gegenteil. Also man hat Russland dagegen immer mehr provoziert. Also die USA haben Biolabore in der Ukraine betrieben. Es gab geheime CIA-Basen direkt vor der russischen Grenze. Man hat faschistische Milizen direkt an der russischen Grenze in Mariupol aufmarschieren lassen. Also so das berüchtigte Azov-Bataillon beziehungsweise mittlerweile Sturmbrigade 3 der ukrainischen Armee, wenn ich mich recht entsinne, das mit Hakenkreuzen rumläuft, das Stefan Bandera verehrt, das sich positiv auf den Nationalsozialismus bezieht, dessen Gründer Andrei Beletsky vom finalen Kreuzzug aller weißen Rassen gegen das semitisch geführte Untermenschentum geschrieben hat. Also, weiß ja nicht. Also man hat Russland provoziert, wo es nur ging. Und man hat die Ukraine wirtschaftlich ganz eng ins westliche Bündnis eingeflochten und Russland im russischen Kapital damit auch einen wichtigen Vorposten geraubt. Russischer Seite auch, ne? Und es ist aber auch so, dass die NATO eben mit ihrer Übermacht sich dann einfach rausgenommen hat, sich immer weiter da an das Gebiet ranzuwagen. Und da finde ich schon, hätte man mehr mit Kalkül rangehen müssen und auch die russischen Interessen als wichtig sehen müssen, weil es ist ja klar, wenn die Raketenbasen dort stationiert werden und in Richtung Russland ausgerichtet werden, dass das den Russen jetzt nicht unbedingt ein gutes Gefühl gibt und dass sie dann nicht irgendwie sagen, ja, gucken wir uns jetzt einfach so an und wir lassen uns das gefallen. Das war klar. Natürlich entschuldigt das nicht, in das Land einzumarschieren, aber es erklärt es ein Stück weit. Könnt ihr diesen Punkt nachvollziehen, dass der Westen in den letzten 10-12 Jahren hätte anders? Also warum wurde der Maidan-Putsch noch nicht einmal erwähnt? Das ist ja krass. Ja, auch die Fragen waren so gestellt. Das hätte irgendwer mal reinbringen müssen, den Maidan-Putsch. Den hat bisher noch keiner erwähnt. Also der ist ja der Grund für diese, ja, aus westlicher Sicht russischen Aggressionen. Agieren können, um den bösen Aggressor nicht noch weiter zu provozieren. Ja, noch mehr Sanktionen und resoluter handeln. Aber also härter, nicht weicher. Noch mehr Sanktionen. Da hätte ich die Frage, welche Sanktionen? Sekundärsanktionen, das bedeutet einen Wirtschaftskrieg gegen die halbe Welt. Also da, das wäre ein Desaster. Nee. Und der andere Punkt wäre, eigentlich Russland hat immer versucht, als dann
es realisiert hat, dass die Ukraine sich demokratisch entwickelte, hat Russland versucht, die Ukraine in seiner Einflusssphäre zu halten. Alex, kurz bevor wir in eine Schlussrunde einsteigen, würde ich dich gerne fragen, wenn du kurz bevor wir in... Ja, also hier wird gerade die erste Farbrevolution, die Orangenrevolution in der Ukraine genannt, die auch vom Westen massiv unterstützt wurde. Wo man einfach mal eine Wahl wiederholen hat, die von Viktor Janukowitsch gewonnen wurde. Und Jutschenko, der hat die Ukraine da schon auf den pro-westlichen Kurs gebracht. In eine Schlussrunde einsteigen, würde ich dich gerne fragen, wenn du, sagen wir, Bundeskanzler wärst, kann auch ein anderes hohes Amt sein, also jemand, der sehr viel Macht hat, wie würdest du jetzt agieren? Ich würde erstmal den Diskurs öffnen und wirklich auch, sag ich mal, den gesellschaftlichen Diskurs hier in Deutschland, wir reden ja hier über Deutschland, aber vielleicht auch im globalen oder im Westen, anstoßen, wegzukommen von der Sicherheitslogik und immer nur über Militarisierung nachzudenken, über Waffenlieferungen nachzudenken, sondern wirklich ein gemeinsames Konzept, eine gemeinsame Vision zu entwickeln. Wie kann es da in 5, 10, 20 Jahren aussehen? Und die zu vereinbaren und die dann zur Verhandlung stellen. Es ist wahnsinnig schwierig und ehrlicherweise am Ende unserer Folgen machen wir immer Kompromissrunden. Ich muss sagen, auch jetzt im Anblick der Diskussion, die wir gerade geführt haben, fällt mir es schwer, einen wirklichen Kompromiss in der Frage mehr oder weniger Waffen zu liefern, weil ich glaube, diesen Kompromiss gibt es auf diesem Feld heute nicht. Gut, dann lassen wir die Kompromissrunde doch einfach weg. Es ist sowieso ein bescheuertes Konzept. Du kannst dich also überall einen Kompromiss finden zu wollen. Du kannst bei so einer Frage wie kulturelle Aneignung, also was inhärent schwachsinnig ist, versuchen, einen Kompromiss zu finden, der dann sagt, okay, das Konzept ist zwar Schwachsinn, aber lass uns trotzdem was gegen Diskriminierung tun oder so. Also bei solchen absolut abstrusen Symboldebatten, da kannst du das machen. Aber bei harten politischen Fragen, sei es in der Wirtschaftspolitik, sei es in der Außenpolitik, da sind Kompromisse schwer möglich. Ich würde es mal anders probieren mit einem Appell. Mein Appell wäre, liebe aktuelle und auch zukünftige Bundesregierung, ganz unabhängig von Waffenlieferungen, bitte lasst die Finger von humanitärer Hilfe und weiterer Entwicklungszusammenarbeit, denn diese Mittel werden gerade gekürzt. Mein Appell ist, gerade in der aktuellen internationalen Situation, dort nicht sparen. Ihr dürft euch bewegen oder nicht? Ja, Ludmilla hat sich nicht bewegt? Ich war mir nicht sicher, ob man sozusagen parallel auf die Waffenlieferungen verzichten muss. Nee, nicht verzichten. Ich habe die Diskussion ausgespart. Mal unabhängig von allen Waffenlieferungen. Okay. Dann humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit bitte stärken und nicht schwächen. Das war mein Appell. Okay, da sind wir uns einig geworden. Wie gesagt, ich mach's mir immer ein bisschen einfach. Jetzt habt ihr 2-3 Minuten Zeit, eure Köpfe ineinander zu stecken und dann hoffentlich mit einem super Vorschlag hier zu kommen, sodass die anderen sagen, komm ich auf dich zu. Ihr formulieren für die Gelben. Wir haben einen ähnlichen Vorschlag. Wir haben auch bei uns festgestellt, dass das uns eigentlich dieser Punkt sehr gefällt, dass wir. Ach so, ich habe gerade den Vorschlag der Gelben übersprungen. Ach so, ich dachte, da kommt jetzt noch mal so lange diese Beratung. Was ist eure Formulierung, mit der ihr die Grünen noch näher zu euch ziehen wollt? Also erst wollten wir sagen, dass wir das Leid und auch die Bedürfnisse der ukrainischen Bevölkerung absolut anerkennen und auch wertschätzen, dass ihr das so hervorgebracht habt. Uns würde helfen, und das wäre unser Kompromissvorschlag, wirklich mal unterschiedliche Szenarien für die mittelfristige Zukunft zu entwickeln. Und da eben aber auch dran zu kleben, welches Investment brauchen wir für diese unterschiedlichen Szenarien, damit wir völlig, also konkreter über diese, sag ich mal, unterschiedlichen Pläne und Ideen reden können, weil wir glauben, dass das auch dieser Debatte helfen würde. Also eigentlich mehr Transparenz und Information erstmal. Mehr Transparenz, aber auch wirklich mehr Planung, strategisches Denken, Vorangehen. Sehr nette Formulierung von hört auf, Kriegspropaganda zu verbreiten und alle, die Frieden fordern, moralisch abzuwerten, sondern fangt an, rational zu diskutieren. Also das sagen sie hier offen, aber es ist noch so diplomatisch formuliert, dass die anderen auf sie zugehen. Aber ist ja jetzt auf der inhaltlichen Ebene ja gar kein Kompromiss oder so, sondern einfach nur erstmal die Aufforderung, überhaupt rational zu diskutieren. Also das absolute Minimum, was ja hier in diesem Format eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, theoretisch, wenn man jetzt unterstellt, es ginge hier um rationale Diskussionen. Den entwickeln. Hat euch überzeugt? Ja, findet ihr gut? Ja. Was würdet ihr formulieren für die Gelben? Wir haben einen ähnlichen Vorschlag.
Wir haben auch bei uns festgestellt, dass das uns eigentlich dieser Punkt sehr gefällt, dass wir die Diskussion über den russischen Krieg breiter gestalten. Was sind überhaupt Bedrohungen für uns, für Deutschland? Ich glaube, würden wir darüber mehr sprechen, dann hätten wir... Also aktuell Bedrohung für Deutschland, Atomkrieg, Zerstörung unserer wirtschaftlichen Grundlagen durch den Wirtschaftskrieg gegen Russland. Also da können wir gerne drüber reden, da wäre ich auch dabei. Aber diese Bedrohungen, die gehen gerade von uns selbst beziehungsweise von den USA aus. Die gehen nicht von Russland aus. Atomkrieg ginge dann von Russland aus, aber das ließe sich halt nur verhüten durch eine engere Zusammenarbeit mit Russland. Wir vielleicht auch die Ukraine ganz anders eingeordnet und welchen Beitrag kann die Ukraine zu unserer Sicherheit leisten? Oder zum Beispiel, welche Rolle spielt die Geschichte in diesem Konflikt? Was waren die Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland? Warum, wenn wir über diesen Krieg sprechen, warum sagen oder erwarten die Ukrainer sehr viel auch von Deutschland? Könnt ihr dem zustimmen? Ja, lasst uns gerne mal über die Geschichte, die Geschichtspolitik der Ukraine reden. Lasst uns doch mal über die Organisation ukrainischer Nationalisten B reden. Gerne, gerne, gerne. Und darüber, wie bestimmte Kreise innerhalb der ukrainischen Politik das sehen. Können wir gerne drüber reden. Und auch die jüngere Geschichte über den Maidan-Putsch, über die Orangene Revolution, über die ganzen westlichen Einflussnahmeversuche in der Ukraine, über die Nichtumsetzung des ukrainischen, des Minsker Abkommens, darüber können wir gerne reden. Also die Ergebnisse dieser Diskussion werden dann aber nicht so positiv für die Pro-Waffenlieferungsseite. Das möchte ich schon mal vorneweg sagen. Also mehr Informationen, mehr Erklärungen, mehr Background, mehr Historie? Ich finde das sehr allgemein und damit auch unbefriedigend. Ich glaube, wir müssen uns wirklich die Eskalationsrisiken bei diesem Konflikt nochmal vor Augen führen. Und es darf kein apokalyptisches Scheitern Russlands geben. Auch nicht der Ukraine natürlich, aber ich möchte nicht, dass wir aufwachen in einem dritten... Eigentlich, ich mache hier nur eine Selbstverständlichkeit aus und schon geht einen Schritt zurück, ja. Es wird kein apokalyptisches Scheitern Russlands geben und es darf es auch nicht geben. Also wenn Russland zusammenbricht, was soll dann mit den russischen Atomwaffen passieren? Also es ist unwahrscheinlich, dass Russland die einfach so einsetzt, aber wenn Putins Regime zu fallen drohen würde, was aktuell nicht absehbar ist, aber sollte das passieren, sollte der Krieg mal so schlecht für Russland laufen, könnte es sich eventuell zu veranlassen, diese Waffen einzusetzen. Sind alles Fragen, auf die die Waffenlieferungsbefürworter hier keine zufriedenstellenden Antworten haben. Dementsprechend allergisch reagieren sie, wenn jemand ja sich in einfachen Selbstverständlichkeiten ausspricht. Ein Weltkrieg, der potenziell mit Nuklearwaffen geführt wird. Und wir sollten mehr dafür tun, dass das nicht in diese Richtung geht. Ich meine, wir haben das Zusammenbrechen der Sowjetunion, glaube ich, ziemlich gut verkraftet. Und wir stehen ja hier und es ist nichts passiert. Nein. Die Ukraine hat das Zusammenbrechen der Sowjetunion nicht gut verkraftet. Die Ukraine war mal ein Volk von über 50 Millionen. Wie viel sind aktuell noch übrig? Etwas mehr als 20 Millionen? Also ein demografischer Kollaps, ein wirtschaftlicher Kollaps. Also die Ukraine, die ist in jedweder Hinsicht, hat sie sich im Vergleich mit anderen Sowjetrepubliken mit am schlechtesten entwickelt. Also ist vielleicht nur noch in Moldawien oder so schlechter gelaufen. Aber selbst in Russland, wo es auch schon einen wirtschaftlichen Kollaps gab, wo die demografische Entwicklung auch nicht sonderlich gut war, selbst da ist es besser gelaufen als in der Ukraine. Also die Ukraine ist eine der Sowjetrepubliken, die sich am schlechtesten entwickelt hat und die jetzt durch diesen Krieg natürlich nochmal besonders geschädigt wurde. Und ich glaube, wenn wir ein anderes Russland haben und eine Gesellschaft, die ihre eigenen Verbrechen und ihre eigene Geschichte, und damit meine ich Russland, aufarbeitet, dann haben wir auch eine ganz andere Bevölkerung, mit der wir auch ganz anders umgehen können. Noch einen kleinen Schritt nach vorne. Ich will jetzt die großen Themen auch, du hast jetzt gerade vom Dritten Weltkrieg und so weiter gesprochen, ich möchte es jetzt nicht mehr neu aufmachen. Was aber auf jeden Fall auch klar ist, die Gemeinsamkeit ist auch eindeutig. Es gibt in der zumindest öffentlichen Debatte offenbar zu wenige ganz konkrete und fundierte Szenarien, über die wir sprechen können, sodass man sehr oft in dieser Diskussion abdriftet zwischen Kriegstreiber und Putin-Versteher und irgendwie eigentlich wenig konkret und konstruktiv über mögliche Lösungen nachdenken kann. Das liegt auch daran, dass wir so wenig wussten über Ukraine, dass immer nur aus Perspektive Russlands auch berichtet wurde. Es gibt jetzt Journalistenbüros erst seit dem Krieg fest. Dass immer aus Perspektive Russlands berichtet wurde, wer kennt sie nicht? Diese ganzen russlandfreundlichen Berichte, die uns in den letzten 10 Jahren erreicht haben. Es ist so unfassbar, was für eine Parallelwelt lebt dieser Typ. Also
Wie gesagt, die Gästeauswahl war neutral. Dafür hat der Moderator sich besonders viel Mühe gegeben, besonders einseitig zu sein. In der Ukraine? Diese Diskussion wird nicht heute beendet werden. Sie wird auch die nächsten Wochen weitergehen. Wir wissen, wie wir sie vielleicht besser führen können. Und für euren Input heute danke ich sehr. Das waren 13 Fragen. Dankeschön. Gerade fragt noch wer wegen Bevölkerung der Ukraine. Ukraine, Bevölkerung, ich hatte gesagt etwas mehr als 20 Millionen. In welchem Jahr? 2000. Toll. Bevölkerungsentwicklung. Es sind auf jeden Fall. Woher kommt die Zahl? Das würde mich jetzt interessieren. Toll, das wollte ich nicht wissen. Ich wollte wissen, woher die Zahl 38 Millionen kommt. Die ist nämlich von 2022, also wahrscheinlich vor Beginn der neuen Fluchtwelle. Kann das sein? Country Meters, ich weiß nicht wie, 43 Millionen, wie kommen die denn darauf? Hui, dann aktuelle männliche Bevölkerung, aktuelle weibliche Bevölkerung. Ah, davon muss man jetzt noch Saponischja, Kherson, die Krim, Donetsk und Luhansk abziehen. Jetzt muss man das händisch zusammensuchen. Warte, das finden wir noch raus, bevor wir die Reaktion beenden. Wie gesagt, das finden wir noch raus, bevor wir diese Reaktion hier beenden. Ich hatte tatsächlich gesagt, also dann scheinen es doch ein bisschen mehr zu sein. Also 1900, jetzt unter 40 Millionen. Ja, ich weiß, dass es unter 40 Millionen, es sind auch unter 30 Millionen, da bin ich mir ziemlich sicher. Warum steht hier Mediathek? Wartet. Das ist jetzt wieder der Status. Verdammt. Schau mal, ob ich Wikipedia was finde. So. Bevölkerung, Demografie. So. Dankeschön an SeppiTV für das Abonnement. Wir finden noch raus, 2016. Hier ist die neueste Schätzung. Abspaltung der Republik Krim, Krieg im Donbass. Also hier kommen wir auf unter 30 Millionen. Bevölkerung von unter 30 Millionen im Jahr 2023. Laut der Statistik hier von Wikipedia. Also scheint mich ein bisschen geirrt zu haben. Zumindest wenn die Statistik hier richtig rechnet. Ich weiß nicht, ob in der Statistik hier Donetsk, Luhansk, Kherson und Saponischja mit rausgerechnet werden. Die müssen nämlich rausgerechnet werden. Also man muss wirklich nur die Gebiete nehmen, über die die Regierung in Kiew auch die Kontrolle hat. Und die Gebiete, die von Russland erobert wurden, über die hat die Regierung in Kiew ja keine Kontrolle mehr. Aber
Ja, ist jetzt das Beste, was ich gefunden habe, die Statistik hier von Wikipedia. Tja, das lässt sich so schnell nicht aufklären. Also wir sind hier jetzt bei ein bisschen unter 30 Millionen. Ich würde fast sagen, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Statistik hier erhoben wurde. Also die Krim scheint man hier rausgerechnet zu haben. Die Frage ist, ob man hier noch Kherson, Saponischja und Donetsk und Luhansk ausgerechnet hat. Das müssen wir dann en Detail nochmal nachgucken. Aber die Bevölkerung der Ukraine liegt mittlerweile bei unter 30 Millionen, wahrscheinlich eher geringer. Wahrscheinlich eher noch ein bisschen geringer. Aber das nur abschließende Worte, weil ein Zuschauer gerade meinte, Bevölkerung der Ukraine, kannst du da nochmal nachgucken. Deswegen haben wir jetzt hier offiziell nochmal nachgeguckt. Also das hier ist die aktuelle Entwicklung. Sie liegt bei etwas unter 30 Millionen laut den besten verfügbaren Zahlen. Ja. Also wie dem auch sei, ein bisschen mehr als halb so viel wie noch 1991. Also die Ukraine, die erlebt einen demografischen Kollaps, der sich durch diesen Krieg jetzt nochmal massiv verschlimmert hat. Ja, tatsächlich etwas über 20 Millionen, da war ich etwas zu niedrig. Also tatsächlich ein bisschen weniger als 30 Millionen sind es. Ein bisschen weniger als 30, wenn die Statistik hier richtig berechnet ist.